Willkommen zu einer Runde Minecraft Bed Wars. Mit dabei ist Jan. Hallo. Sehr motiviert, Kappa. Was? Sehr motiviert, Kappa. Ich bin immer sehr motiviert. Vor allem, wenn es um Mathe geht. Ich hab dir aber gerade eben noch erzählt, was los ist. Als ob ich dir zuhören würde. So, Rot hat auch einen Weg nach oben. Und Rot hat auch so ein bisschen keine Lust auf Knockback. Nick, ich frag dich nochmal. Hast du Farben gelernt? Was? Es ist immer noch blau. Du hast gesagt, Rot hat den Weg in die Mitte. Es ist mir doch so scheißegal, welche Farbe das ist. Das sind Missgeburten. Ob die jetzt blau oder rot sind, ist mir doch wohl. Ey, Nick, ich bin mad. Ich möchte nicht mehr spielen. Hast du mir in einer einzigen Runde Rainbow Six mal zugehört? Denkst du, wenn ich auf plus 700 Dezibel Do You London in den Chat schreie, bin ich nicht mad? Do You London! Okay, meistens bin ich tatsächlich nicht mad, aber... Ey, Achtung, der ist da. Servus und Salve, mein Freund. Hat er das Bett? Nein, ich hab ihn gekillt. Wollen wir mal über Blau reden? Nee, das fand ich jetzt unsere. Okay, dann halt er auch einfach nicht. Wir wollen mal drüber reden, dass ich mal einen Geschichtslehrer hatte, der bei einer Klasse, wo ein Drittel ungefähr ein bisschen Latein sprechen konnte, einfach mal angefangen hat, den halben Unterricht auf Latein durchzulabern. Wollen wir mal drüber reden, dass die Blauen und die Roten unsympathisch finde? Und dass ich, darf ich mal erwähnen, dass ich endlich einen kompetenten Mate hab? Okay, also Leute, ich bin damit offiziell kompetent. Was? Mach mal was? Ich hätte nichts. Ja, die wollen noch auch kämpfen, oder? Komm, 18 Uhr Bahnhof. Bleib am Leben. So viel dazu. So, by the way, für die es noch nicht gepeilt haben, das ist eine neue Runde, weil, die letzte Runde war nur semi-kompetent. Kennst du diesen Moment, wenn uns einer angreift, ich gerade Eisen safe und der mich einfach nur unnötig runterschlägt und dann auch selbst an AIDS verreckt? Ich glaube, technisch gesehen ist er nicht an AIDS verreckt. Also du könntest es jetzt alles rauspiepen, aber das wird dann ganz schön viel Arbeit. Das ist mein CS-Mate, der, Ich will jetzt nicht wissen, wie viele Anzeigen er schon kassiert hatte. Wer würde CS für sowas anzeigen? Aber das wäre bestimmt im dreistelligen Bereich. Sprachen lernen. Du dreckiger Sohn einer netten Mutter. Mit deinen Kopfwitz. Bitte pieps es statt Sohn einer netten Mutter ein. Junge, ich habe gerade den Gelben halt so genommen. Der hat sich von seinem Leben verabschiedet und hat Hallo zum Tod gesagt. Ich glaube kaum, dass er Hallo gesagt hat. Ich glaube, er hat gesagt Salve. Wir haben technisch gesehen 12 Gold in der Base. Noch technischer gesehen habe ich aber kein Bäume. Ich sehe es schon. Andere Frage. Hast du meinen Gamescom-Vlog gesehen? Ja. Oh, und wie fandest du ihn? Gut. Oh, das Busch ist... Digga, ich kenne doch die Kindergartenzeiten. Wir sind jetzt puh. Was? Also, Nick, ganz ehrlich, wir müssen nach der Runde ist die Front leider beendet. Tut mir leid. Im Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Mit so einer Hose so unten. Tisch zusammenhauen ist so ein geiles Game. Man haut immer den Tisch zusammen. Hallo. Tschüssi. Weißt du, ihr habt doch noch nie so einen Retard als Aufnahme-Mate, oder? Schau dir mal mein CS-Video mit Jason an und dann darfst du entscheiden. Lächst du mal bitte ab, danke schön. Okay. Finde ich immer geiler so, weil die immer nicht rauskommen. Hallo, so viel zu, weil die dann nicht rauskommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne 200 Milliarden Likes, oder warte. Paul, wie viele Likes sollen die Leute da lassen, wenn ihnen die Aufnahme gefallen hat? 20.000. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, 20.000 Likes. Wie viel, wenn es ihnen nicht gefallen hat? 30.000. Okay, wenn es euch gefallen hat, 20, wenn es euch nicht gefallen hat, 30.000 Likes. Ich glaube, das sollte machbar sein. Schaut gerne auf meinen anderen Socials vorbei, sind alle unten verlinkt. Jan, willst du noch was sagen? Habe ich mir auch so gedacht. Bis dahin. Paul, willst du auch noch was sagen? Ich bin deutsch. Ciao. Hose.